Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, wir stehen hier. Ich habe mal wieder was Neues gekauft. Ich habe beim letzten Mal angekündigt, wir fahren mal beim nächsten Mal mit was Altem, anderen Neuen, also was Neuem Alten. Ja, wie denn auch, ist ja auch real. Wir stehen hier bei DHL mit einem LKW, ja, ne, passend dazu. Und zwar mit dem alten Volvo mit der F-Serie. Hatten wir damals irgendwann schon mal, dann gab es ja Update nach Update nach Update mit Update nach Update und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Jetzt ist er wieder da. Ich finde den mega schön. Ich habe extra keine gelbe Kabinenlackierung gewählt, weil texturtechnisch ist ein bisschen schwierig. Ja, sah aus wie von vor 10 Jahren. Hier funktionierte texturenmäßig doch deutlich besser, ein bisschen schöner. Wir haben hier Wechselbrücken drauf von DHL für DHL. Wir haben Auftrag von DHL. Wir fahren für DHL. Ja, dreht sich alles um DHL. Und Auftrag ist auch schon angenommen. Wir sind auch schon beladen, abfahrbereit. Und ich würde sagen, es geht los, oder? Ich habe extra mal keine Sattelzugmaschine genommen, sondern hier diesen Hängerzug, Gliederzug, LKW. Finde ich mal abwechslungsreicher als immer nur Sattelzicke. Na, fand ich eigentlich cool. Und ich würde sagen, wir legen los. Von außen mega schöner LKW. Mag den. Wenn wir mal starten, können wir Licht anmachen. Ja, haufenweise Lampen an Bord. Also man kann sehr, sehr viel durchkonfigurieren hier. Ist mal wieder der absolute Oberknaller. Hupen sind am Start. Innen drinne auch wunderschön. Sehr überschaubar. Wir haben hier ein LKW-Hologramm. Handy, Sonnenbrille. Eine Potte, was zu essen. Bordcomputer ist serienmäßig am Start. Problem nur, da liegt das Navi drüber. Ich habe mich mal für ein weißes Lenkrad entschieden mit einem weißen Lenkknauf. Also damit fährst du im reellen Leben knapp eine Woche, dann hast du die Faxen dicke, weil das Ding ist dann nicht mehr weiß, sondern braun, schwarz, keine Ahnung. Ja. Oder du fährst mit Handschuh, dann mag es gehen. Gerade im DHL-Zustellerbetrieb. Ich glaube, das überlebt nicht lange. Ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeug. Da vorne ist ein Goodyear Zeppelin als Deckenbamsel. Dann die Scheibe ist zuplakatiert mit ein bisschen Krempel. Wir haben hier einen Kühlschrank an Bord. Da ist die analoge Karte. Und ich würde sagen, es geht los. Ist doch relativ überschaubar hier drin. Ne? Ist jetzt keine unschlagbar weg. Ach, was soll ich sagen? Ne? Ist keine Schönheit. Aber ist halt auch nur ein LKW. Der ist viereckig, sieht aus, als wäre der aus Lego gebaut. Ja, ich finde ihn aber schön. Der Ding ist, wenn wir hier in die Außenansicht gehen, sind wir auch gleich wieder extrem weit weg. Heißt, wenn wir rangucken wollen, müssen wir erstmal ordentlich zoomen. Dafür finde ich aber die Scheinwerfer auf dem Dach wunderschön. Guckt euch die mal an. Ja. Haufenweise Zeug, was damit bei ist. Alleine schon die Scheinwerfer vorne. Man kann sehr, sehr viel machen. So, ich denke, er ist warm gelaufen. Wir können starten, oder? Dann drücken wir uns mal einen Spiegel oben rechts in der Ecke. Dann holen wir uns das Navi ran. Wir fahren 333 Kilometer. Wir sind 5 Stunden und 5 Minuten unterwegs. Und wir fahren mit Klebebandrollen 9 Tonnen schwer nach Dortmund zu TNT. Ist das ein Plan? Ich denke schon. Wir sind übrigens in Hamburg. Ne? Wir fahren von DHL mit dem Volvo für DHL. Mega. Warte mal, alleine das hier ist doch schon mal eigentlich ein Foto wert. Oder was? Oder nicht? Oder doch? Bevor nachher auf der Straße wieder Dinge passieren, würde ich sagen, machen wir es jetzt mal lieber schön. So. Schön, wie die Kabine da einfedert und alles, oder? Ach, ich mag die Dinger voll. So. Abmarsch. Da kommt allerhand Verkehr. Jetzt ist frei, okay. Kommen wir hier rum mit dem Dicken? Ja, wenn wir im Spiegel schauen, der Hänger, der macht schon das, was er soll. Abmarsch. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hatte jetzt die Tage Erkältung sein Vater. Also wirklich, ist der... Wow, unschön. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich das Problem. Wenn dir der Saft aus allen Körperlöchern im Gesicht rausläuft und du einfach nichts dagegen machen kannst, ist halt mega nervig. Ich bin noch ein bisschen heiser, aber... Deswegen fährt ja der LKW trotzdem. Ich quatsche euch zu. Oh, Bremse. Oh lala. Ist da einfach Rost drauf oder was? Bremst ja nicht mal so gut. Kriegen wir aber hin. Ampel ist grün, dann kann der losgehen.
Na, ich habe mich bewusst für die DHL-Lackierung entschieden, weil, wo ich das gesehen habe, da dachte ich mir, hey, komm, ja. Sind so leichte Erinnerungen. Immer DHL-Fahrer, immer DHL-Fahrer. Deswegen finde ich das wunderschön. So. Wir werden hier wieder viele Schwierigkeiten hoffentlich... Oh, das ist jetzt nicht so schön. Ja, mit dem Schatten und den Bäumen ist es nicht so einfach. Kriegen wir gerade nicht auf Bild. Schade, ich würde es gerne sehr, sehr vernünftig abfotografieren. Ja. Egal, wir fahren erstmal. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich hoffe einfach geradeaus weiter. Das sieht doch gut aus. Oh, warte mal, nee, wir müssen hier links rüber. Oh, da kommt was. Ich habe den Motorsound auch dementsprechend von der Lautstärke angepasst. Sollte eigentlich funktionieren. Wir schauen nachher, wenn wir hier fertig gefahren haben, auch mal beim Shop vorbei, also beim Fahrzeug-LKW-Händler. Dann gebe ich euch einen ganz kurzen Einblick, was denn hier alles so konfiguriert werden kann bei dem Ding. Ist ja nicht mal so wenig. Und ist auch echt viel, was man machen kann. Ist eigentlich echt schön. Alleine skin-technisch. Hier war auch ein Anhängerpaket mit bei. So ein Ding, was wir gerade hinter uns her schleifen. Fetzt schon. Schon cool. Und wie die Mod heißt, wo ihr das findet, schreibe ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung. Ist ja klar. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ja. Ich finde den schön. So. Da haben wir damals, oh Gott, das ist ja bestimmt schon 2 Jahre her oder so. Da sind wir damit auch mal im ETS eine Runde rumgefahren. Und jetzt ist er wieder da und ich freue mich. So. Na denn, wir haben hier bordcomputermäßig auch ein bisschen was wir einstellen und sehen können, aber... Ist mir eigentlich ein bisschen doll hinterm Navi, wenn ich ehrlich bin. So, wir können nämlich hier Tempomat, ne? In der Mitte 84 km/h sind eingetackert und jetzt sollte der danach laufen. Und ich denke, das sieht ganz gut aus. Oh, der Anhänger vorne hängt ein bisschen runter, ne? Was ist denn da los? Seht ihr das? Die vordere Achse ist tiefer wie die hintere, oder auf jeden Fall ist der Aufbau leicht abfallend. Naja. Oh, der ist voll schön. Okay. So. Wo fahren wir nochmal hin? Nach Dortmund, okay. Fand den nämlich auch sehr passend, da wir ja den DHL-Skin drauf haben und DHL in Hamburg ist zum B&Entladen als Firma. Hatte ich das angeboten, dass wir da hinfahren und dann Auftrag annehmen. Wir hätten auch nach Kiel fahren können oder so, aber das wäre so immer um Kirchturm gefühlt. Und ich denke mal, wenn wir hier so eine leicht längere Strecke fahren, ist das okay. Auch wenn wir schon 100 Mal nach Dortmund gefahren sind von Hamburg aus, das ist okay. Ja, hätte ich jetzt mal gesagt. Texturentechnisch kein Meisterwerk. Definitiv nicht. Man hätte vielleicht auch größere Räder aufbauen können. Bin ich mir ganz sicher. Das müsste man im Shop dann vielleicht nochmal probieren. Ob vielleicht 385, 65 über Vorderachse oder sowas. Wobei, der wäre ein bisschen zu breit, möchte ich fast sagen. Aber wenn nicht 315, 80 anstatt 315, 70 Triebachse. Ja, der Hänger würde trotzdem hängen, ne? Zum Beispiel, was ich auch sehr merkwürdig finde, wir können hier am... Hau doch mal ab jetzt. Denn ohne die Brumme. Am LKW-Koffer, da können wir eine Bordwand anbauen. Am Anhänger habe ich sie ja stark vermisst, leider. Ja. Naja. So ist das halt. Oh Gott, ich bin echt... Oh Gott, also das stört mich so, dieses heiser sein. Kennt ihr das? Wenn einfach nur nervt...
Also generell, die ganze Krankheit nervt, aber Erkältungszeit ist halt warm, kalt, ne? Ja, dann hast du wieder Sonne, dann hast du wieder Regen, dann hast du Wind, dann kommt nochmal Schnee dazu, dann ist morgens wieder Minusgrade, tagsüber hast du dann 15 Grad und Sonne und ach, ganz, ganz merkwürdig. Dolle Ding. Ja, hier in der Fahrerkabine, da läuft die Sache. Deswegen ziehen wir hier mal unsere Bahnen. Ich hätte auch noch Bock mit dem Mercedes-LKW, wo wir letztes Mal mit dir fahren sind, dass wir da nochmal auf Sattelzicke umbauen, besser gesagt uns da nochmal einen ins Haus holen. Und damit die alten kleinen Trailer nochmal eine Runde drehen. Zeige ich euch nachher, was ich meine, kriegen wir alles hin. Eventuell mit dem Volvo hier auch nochmal eine Zuchtmaschine zusammengebaut. Und ja, ich habe da richtig Bock drauf. Die alten LKWs nochmal alle fahren. Problem ist nämlich, ich möchte sagen, im April oder Ende März steht beim ETS das nächste Update an. Also die 1.47. Und bei meinen Befürchtungen werden wieder sehr, sehr viele Mods einfach nicht funktionieren. Warum auch immer. Also warum die immer das komplette Spiel kaputt machen mit ihren Updates. Nur, dass da irgendeine neue Abfahrt oder irgendwas drin ist. Wobei, das Update, was jetzt kommen soll, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Da werden viele, viele neue Städte werden nochmal rebuild. Heißt, also, die werden schöner gemacht. Die Innenstädte, die Straßenführung, das wird alles nicht so generisch, langweilig, sondern mehr detailreicher, eventuell auch mehr originaletreuer. Also die Straßenführung wird oft in vielen Städten geändert. Und soweit ich weiß, gibt es auch Straßenphysik. Also, wir fahren ja hier Autobahn. Dieser, wie mit der Walze glatt gebügelt. Wenn du jetzt Landstraße fährst, ist das ja nicht immer der Fall. Dann hast du da so kleine Mikrohuckel drinne und dann wird es so leicht uneben, wenn du halt mal so für Straße fährst. Für den Realismus auf jeden Fall mega. Problem wird halt leider oft sein, was schon auch oft der Fall war, wenn so ein Update kommt, gehen deine Mods nicht mehr. Hast du einen LKW mit einer Mod, was weiß ich, mit irgendwelchen Anbauteilen oder irgendwelchen Motoren, dann hast du keinen Sound, dann geht kein Licht. Dann geht der LKW manchmal gar nicht. Wenn du das Ding dann startest, dann stürzt das Spiel ab und bla und dann bist du frustriert. Und ich habe damals auch schon mal das Let's Play, glaube ich, abgebrochen, weil das Update mir alles zerschossen hat. Wo ich mir so denke, danke für gar nichts. Na, werden wir sehen, ne, wie diesmal läuft. Deswegen würde ich sehr, sehr gerne vor dem Update nochmal mit die ganzen schönen LKWs fahren, die ich mir letztes Mal runtergeladen habe. Und ja, also wir werden auf jeden Fall noch ein paar Kilometer hier auf der Autobahn zusammen unterwegs sein. Da könnt ihr euch schon mal sicher sein und Gift drauf nehmen. Nee, macht das nicht, aber ja. So. Also das ist so ein wunderschöner LKW. Guckt ihn euch an. Jetzt mal ohne Quatsch, der ist wirklich hübsch. Okay, wie gesagt, ich wollte eigentlich, oder ich hatte sogar schon eine gelbe Fahrerhauskabine, aber die war texturentechnisch einfach nicht vorzeigbar. Dann habe ich mich dafür entschieden, doch hier auf diese vorgefertigte, lackierte Volvo-Skin-Kabine zurückzugreifen, weil hier hast du diese komischen Farbeffekte nicht. Ich glaube, bei dem Lias oder so, da war das auch ganz extrem. Hier seht ihr bei dem Schatten vom Spiegel, da siehst du ganz deutlich. Hat sich so über die ganze Kabine gezogen, war echt nicht schön. Hiermit geht es, Gott sei Dank. Na? Kann man ja mal machen. Dann sind wir halt Subunternehmer für DHL. Wie der LKW aussieht, kann den ja egal sein. Hauptsache wir fahren die ihr Krempel von A nach B. So. Wie weit haben wir noch? 130 Kilometer. Na siehst du, haben wir doch über die Hälfte schon weg. So wunderbar. Und wir sind, glaube ich, verdammt gut in der Zeit. Wir haben noch 7 Stunden Zeit. Wir müssen in 7 Stunden pennen. Wir sind in knapp 2 Stunden da. Ist ja wunderbar. Ausgeschlafen, voll getankt. Supi. Hier guckt der LKW ist nagelneu. Wir sind jetzt gefahren. 210 Kilometer. Der ist noch nicht mal eingefahren. So, wir müssen die Spur wechseln, ne? Genau, Dortmund ist ausgeschildert. Dann fahren wir mal in die Mitte.
Mega cool. Ja, schade, dass der Anhänger hinten so ein bisschen hängt. Weiß nicht warum, aber na gut. Wird wohl Gründe haben. Oh, ist ein sehr, sehr schöner LKW. Oh, selbst hier in der Ansicht sind wir sehr weit rausgezoomt. Okay. Die Hupe fetzt doch sehr authentisch. Ah, Junge, willst du was werden? Ja, schön vor euch fahren. Fantastisch. Ich hab den Turbolader-Sound leicht hochgedreht. Hört man das? Also von der Fahrphysik ist das Ding mega. Der fährt echt gut. Wir haben kein Spiegel, wir haben kein Navi, ne? Gefährlich. Ja, aber Spritverbrauch hat er. Also lässt er sich schmecken. Wir können daher auch gleich nochmal schauen. Ich glaube, der Motor hat 400 noch Watt PS oder so. Und hier ist ein 12-Gang-Retarder-Getriebe drin, möchte ich meinen. Ich will mich jetzt nicht darauf festnageln. Wir werden nachher mal in den Shop reinschauen. Das ist ja kein Problem, das kriegen wir ja hin. So, 73 Kilometer noch. Ey, wir sind gleich da. Guck mal, hier wird wieder Strom hergestellt, Synchronstrom. Wir sind letztes Mal hier schon lang gefahren, kann das sein? Ah, Déjà-vus, oh mein Gott. Welch abwechslungsreiches Gameplay, Freunde. Es tut mir leid. Ja, aber wenn du halt in Hamburg stehst, dann stehst du halt in Hamburg. Dann starten wir von nächstem Mal in einer anderen Stadt. Wir haben ja ein paar Garagen, dann können wir ja mal ein bisschen umsiedeln. Und dann sehen wir auch mal andere Autobahnmeter als immer der gleiche hier. Wobei ich muss sagen, ich fahre gerne in Hamburg. Ja. So. Okay, das schreiben wir uns mal auf die Liste. Dann fahren wir beim nächsten Mal nicht vom Norden Deutschland, sondern von woanders. Wir haben ja noch ein paar Garagen zur Auswahl. Ich hätte da nämlich noch einen anderen LKW-Kandidaten, den ich sehr, sehr gerne mit euch mal ausprobieren wollen würde. Und ich weiß ja nicht, hatten wir den hier auch schon mal im Let's Play? Kann sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich... Oh, ein Hubschrauber. War der letzte Mal auch schon da? Die gelben Engel? Alles klar. Jetzt mal ehrlich, weiß einer von euch, ob das Ding da wirklich steht? Weil eigentlich denken die sich sowas ja nicht aus. Aber cool, dass du da bist. Der Tacho ist ein bisschen langweilig, ne? Man kann hier ja nicht erkennen, so richtig. So viel los ist hier nicht. Na gut, wir müssen hier runter, ne? Auch keine wirkliche Blinkanzeige, schade. Okay, wir haben nur einen Blink-Lenkstockschalter. Ich hätte den Motor noch ein bisschen lauter machen können, ne? Hört sich schön an. Also Motorklang ist gut. Bremse nicht so. Oh Gott. Halt an jetzt. So. Nö doch. Feine Sache. Und wir haben grün und wir fahren los. Hier werden wahrscheinlich auch die Fenster runtergehen und alles sowas. Warte mal. Ja. Ist ja sehr angenehm, man hat keine Windgeräusche. Nur Turboladergeräusche. Ist vernünftig. Moin. Können wir den wieder zumachen? Ja. So. Okay, 13 Kilometer noch, dann haben wir's. Das war eine sehr entspannte Fahrt. Also der Volvo ist toll. Ist hier Volvo F-Serie Globetrotter. Wie gesagt, den Mod-Name schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr danach suchen. Am besten in die Google-Suche eingeben. Und dann werdet ihr schon fündig. Wir haben eine rote Ampel. Das ist ja toll. Bremse! Oh. Alles klar, nichts passiert.
Wir haben die weiße Linie nicht überfahren. Alles ist im grünen Bereich. Und wir haben grün und wir fahren los. Ja, also der Anhänger, der war in dem Mod-Paket mit dabei. Also du kriegst dann wieder so eine Unzip-Datei, möchte ich sagen, so wartet. Und dann holst du dir die beiden Mod-Dateien da raus. Immer für den LKW und immer für die Anhänger. Und dann kannst du dir das im Shop alles zusammenbauen und dann geht die Sache los. Funktioniert doch mit den ganzen anderen Mods, die ich habe, problemlos. Eventuell hast du manchmal in so einer Mod auch Zusatzanbauteile mit dabei, wie Lampen und irgendwelche Bügel oder Interieursachen und sowas. Die funktionieren manchmal dann auch bei anderen Mods, wenn man die so mitverwendet. Zum Beispiel Scheibenwerfer für Dach oder so. Also ist manchmal sehr interessant, manchmal sehr frustrierend, weil das halt dann doch irgendwie anbaubar ist, aber dann doch nicht funktioniert und naja. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Zielposition gleich erreicht. Vorteil bei dieser LKW-Anhänger-Kombi, wir brauchen damit nicht an die Rampe rankrabbeln, sondern können wieder schön auf entspannt hier an der Seite anhalten. Wie Mega und Gigaliner und Schwertransport und sowas. Oder Doppeltrailer-Kombi und der Art. Na? Können wir ganz... Ja, jetzt habe ich mich hier verzettelt, oder? Schön stehen wir nicht. Pass auf, wir drehen einfach nochmal eine Runde und dann machen wir das perfekt. So. Ist Gott sei Dank sehr wendig hier, das ganze Vehikel. Wie gesagt, mit der Reifengröße rumexperimentieren wäre vielleicht nochmal interessant, ob sich da was ändert. So, guck mal, jetzt sind wir doch perfekt auf groß hier. Und stopp. Stück zurück vielleicht noch. So. Okay. Das sieht doch gut aus, oder? Licht aus, Motor aus und die Klebebandrollen raus. Wir kriegen auch ja nicht so viel Geld dafür. Wahrscheinlich ist hier wieder nur der kleine Anhänger hinten, ne? Ja, 6.900. Ist okay. So, wir gucken mal in den LKW-Händler hinein, beim Mod-Händler. Da finden wir nämlich unter Volvo schon besagte Mod. Wir haben hier immer Volvo F-Series Globetrotter als, naja, Tandem kannst du auch nicht nehmen. BDF heißt der, glaube ich, hier irgendwie so, ne? Dann hast du hier zwei Zugmaschinen. Was hier der Unterschied ist, kann ich euch nicht sagen, sind zweimal die gleichen. Wir gehen mal hier rein, Ausführung ändern, dann kommt das hier gleich als Standard-Skin. Wir haben hier noch die Wahl zwischen haufenweise verschiedenen Fahrerhäusern. Hier können wir nämlich noch Dachspoiler mit draufbauen. Okay, ist ja nicht so doll variabel. Die Bäden funktionieren nur okay. Dann haben wir hier verschiedene Achsen. Eine Liftachse. Warum diese Triebachse geliftet ist und nicht die hintere Lenkachse als Liftachse, keine Ahnung. Dann können wir den noch komplett als Sattelzicke bauen. Ja, verschiedene Varianten. Und Motoren haben wir hier 465 PS. Das größte ist auch original schon drin. Dann haben wir hier verschiedene Getriebe, 12 plus 2 Retarder, 6 Gang, 12 Gang, 12 Gang, 6 Gang, ne? Je nachdem, was für eine Übersetzung ihr haben wollt. Zwei verschiedene Armaturenbretter haben wir, immer in so ein schönes helle Tesla braun und dann immer in so schwarz-weiß oder schwarz-grau, was wir hatten. Farbentechnisch kann man viel machen. Ne, schwarze Royal, sowas. Speditionen sind auch dabei. Dann kann man sich hier so durchkonfigurieren, durchbauen. Ich glaube, so hatten wir den damals. Ne? Dann haben wir hier sowas noch. Also skintechnisch ist viel dabei. Wir haben jetzt gerade den gehabt. Hier normale Farben. So, habt ihr gesehen bei dem Gelb? Sieht schon komisch aus, wenn ihr damit in der freien Wildbahn im Spiel seid. Sieht noch, sieht noch mal anders komisch aus. So, Monte Carlo. Oder eigene Farbwahl. Also viel, sehr, sehr viel. Hier alleine schon Konfiguriermöglichkeiten. Eine Lippe unten ran, dann kannst du hier noch Stoßstangen mit Lampen und ja. Also ist sehr, sehr viel möglich. So, pass mal auf, dann haben wir hier Kühlergrill. Das ist alleine schon der Hammer. Man kann hier auch, wenn man das Mausrad richtig doll penetriert, ein bisschen nochmal ranzoomen, dann sind die roten Punkte ein bisschen mehr separiert, um sich hier durchzuklickern und alleine, was man hier so machen kann, ne? Lampen, Warntafeln.
So, kennt man eigentlich von früher. Ist jetzt keine alte Mod. Also die Funktionen sind bekannt eigentlich, ne? War mir jedenfalls jetzt nicht unbekannt, was man hier jetzt machen kann. Scheinwischer ran oder weg. So, verschiedene Sonnenblenden. Jetzt wird interessant. Man kann nämlich hier haufenweise Punkte ranbauen. Und dann kann man diese Scheinwerfer, diese Spritzlappen, warum auch immer man die da oben anbauen kann, Hupen, die 3 Meter rausragen, rundum leuchten und dann den Standardkram, ne? Hier so eine runden Dachscheinwerfer, viereckige Scheinwerfer, noch mehr Hupen, runde Scheinwerfer, verchromte oder Michelin-Männchen. Ja, dann hat er seine Füße eingeklemmt in der Sonnenblende. So eine Sachen alles. Dann hast du hier verschiedene Hupen, die du drauf bauen kannst. Und eine Rundumleuchte darf natürlich auch nicht fehlen. So. Ja, Spiegel hier, Verkleidung, Schwarz, Wagenfarbe. Dann kannst du bei der Sattelzugmaschine hier hinten noch eine dicke Auspuffanlage drauf montieren. So, dann. Na? Hast du hier Seitenverkleidung. Man kann hier sehr, sehr, sehr schöne alte Retro-LKWs bauen mit der Mod. Gefällt mir sehr gut. Hier kannst du halt nur irgendwelche Kennzeichen ranbauen, beide Seiten so, ja. Dann kann sich derjenige Sachverständige aussuchen, auf welche der dann gerne stempeln möchte. So, ja. Na, Räder. Und Innenraum habt ihr ja gesehen. Ist eine schöne Mod. So, passend dazu, die Trailer. War nicht einfach zu finden, ging aber. Und zwar Aufliegerhändler. Da braucht ihr die XBS Trailer, Schwarzmüller, da. Genau, hast du nur Drehschimmel, Tandem ist nicht. Hier kann man nichts weiter verändern, außer die Farbe. Hier hast du den Kofferaufbau, den alten planen Spiegelaufbau. Der ist wiederum ein bisschen schön. Dann hast du hier einen Kofferaufbau. Und hier sind die verschiedenen Skins noch. Ist so, ja, Proportionen von dem Logo passt nicht so hundertprozentig. Aber hier hast du kontinental verschiedene so, ja. Und genau die gleichen hast du beim LKW halt auch. Ja, hast du hier DHL und hier osteuropäische Skins sind auch dabei, dass man sich die alle schön passend zusammenbauen kann. Achsen bleiben, wie sie sind. Du kannst hier farbentechnisch hinten den Unterfahrschutz noch anpassen. Und wirklich nur Kleinigkeiten konfigurieren hier. Verschiedene Unterfahrschütze, ne, geschlossen oder offen. Kiste, ja, nein. Dann hast du hier nichts zum Ändern, zwei verschiedene Schmutzlappen, Felgen, Reifen. Na, das war's denn schon. Ist aber auch für einen schmalen Taler echt vernünftig. Ne? Kostet keine 30.000, das Ding. Und habt ihr ja gesehen, damit waren wir erfolgreich unterwegs. Ja, Freunde, das war's. Wir haben erfolgreich abgeliefert. Beim nächsten Mal fahren wir wahrscheinlich, würde ich sagen. Warte mal, wir gehen mal hier in die Garagenübersicht. Ja, warte mal. Wie machen wir das am besten? Ja, müssen wir mal gucken. Hier unten irgendwo in Nürnberg oder so, dass wir da nochmal eine Runde eventuell auch ins Ausland drehen oder so. Mal gucken. Ne? Da haben wir auf jeden Fall Potenzial. Was ich letztes Mal meinte mit dem oder vorhin meinte mit dem Mercedes-LKW. Ich würde den nämlich sehr, sehr gerne nochmal als Zugmaschine zusammenbauen und dann dazu passend. Wo haben wir sie? Na, da. Passend dazu war gerne so ein Trailer hier nehmen. Ne? Ich finde die ja nicht so verkehrt. Sieht bestimmt lustig aus, wenn wir damit eine Runde drehen. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Die stehen so ja manchmal bei irgendwelchen Kunden auf dem Hof, wo man die denn als Frachtauftrag mit durch die Gegend fahren kann. Ist eine coole Sache. Gucken wir mal. Na, das sind alle so die Pläne. Also wir werden noch eine Weile und auch vor allem ein paar Kilometer hier zusammen drehen. Das war's aber für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Renni hauen.